Der Tunnel Silberberg ist ein einröhriger Eisenbahntunnel der Neubaustrecke Ebensfeld-Erfurt bei Großbreitenbach. Mit einer Länge gemäß Planfeststellungsbeschluss von 7407,4 m, Streckenkilometer 140,114 bis 147,521, ist er, nach dem Tunnel Blesberg, der zweitlängste Tunnel der Strecke. Der Tunnel ist zudem einer der 10 längsten Eisenbahntunnel Deutschlands. Die Errichtung des Tunnels wurde am 26. März 2009 für eine Auftragssumme von mehr als 200 Millionen Euro vergeben. 3 der 4 AG-Partner bekamen außerdem im Mai 2009 den Zuschlag zur Ausführung des benachbarten Bauloses mit den anschließenden Tunneln Brandkopf und Lummeberg einschließlich der dazwischen liegenden Brücken Wohlrosetal und Schubsetal. Das Bauwerk unterquert unter anderem die Ortschaft Großbreitenbach sowie das unter Schutz gestellte obere Möhrenbachtal. Das Bauwerk galt, neben dem Tunnel Blesberg, als bauzeitbestimmend für die Neubaustrecke.